Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Es hängt gerade noch ein bisschen. So zur Info, ich habe jetzt eine andere Maus reingemacht, also an meinen PC dran gemacht. Und die könnte etwas laut klicken, aber besser als wenn ich jetzt die andere Maus nehmen würde, die naja, nicht richtig funktioniert. So, jetzt ist die Frage, werden wir eine Höhle finden? Und wenn ja, wo? So. Also die Karotten sind jetzt alle. Jetzt haben wir noch Schnitzel und Brot. Eine einigermaßen gute Kombination. So. Mal schauen. Oh Gott, es laggt gerade ein bisschen stark. So, wo könnten wir eine Höhle finden? Einfach ein Enderman und ein Skelett und ein Zombie. I don't see you. Oder vielleicht doch? Wo stehen denn Pfeile? 31. So. So. Okay. Das Skelett haben wir erfolgreich in die Flucht geschlagen. Währenddessen läuft ein umherirrendes... Ach Gott, ich bin gerade voll erschrocken. In diesem Hackfressen Heini da. Moment mal. Enderman? Oh Gott. Vielleicht ist das ja der uralte... Hey, jetzt rennt er weg. Wir müssen... Moment, jetzt zeige ich euch mal was, was lustig ist. Lol. Man kann einen Enderman mit Wasser verletzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Skelett, ein Skelett, ein Skelett. So, wie ihr gerade gesehen habt, Wasser verletzt Enderman. Also, anstatt Schere, Stein, Papier. Wasser, Stein, Enderman. Ja. Wölfe? Knochen, komm schon. Wir haben doch Knochen dabei, oder? Nee, wir haben keine Knochen. Ich will jetzt aber einen Hund haben. Das ist euch schon klar. Jawohl. Der Hund hat... Oh Gott, gleich zwei Skelette noch. Oh, scheiße. Wo ist das Skelett jetzt hin? Verdammt. Was geht hier gerade ab? Wir sammeln jetzt die Knochen, die da vorne liegen, ein. Da. Damit können wir einen Hund zumindest vielleicht rumbekommen, mit uns zu kommen. Da ist noch ein Knochen. Jawohl! Wir haben einen Hund. Brauchen wir nochmal zwei Knochen, um den anderen Hund zu bekommen. Ich will gerne nämlich zwei Hunde haben. Und den können wir auf jeden Fall Namen geben, das weiß ich. So. Von da hinten kamen wir her. Da unten ist ein Hühnchen. Das nehmen wir dieses Mal nicht mit. Jetzt, wo war die Höhle, die ich gerade eben noch gesehen habe? War die... Ach, da war sie ja. Ist da, die geht tief rein, oder? Nein, natürlich nicht. Was erwarten wir denn schon von einer Höhle? Geh, mein kleiner Hund, du. Den Hund nennen wir auf keinen Fall Boris. Unser Huhn heißt Boris. War das gerade ein Bloppen? Oh Gott, da ist ein Skelett. Sauber, sauber. Hallo, ich hab dich verprügelt. Hund, fass. Super. Lop. Sauber. Die verprügeln das Skelett. Schnapp. Da ist der Enderman. Er beobachtet uns. So.
So, jetzt schauen wir mal. Hat das Skelett was gedroppt? Nein, hat es nicht. Du bist ein braves Hündchen, das noch mehr Knochen will. Hey, warum kommt mein Hund nicht zurück? Ach, egal. Hey, du. Wir kennen uns ja schon, gell? Fuck. What the fuck? Hey, nicht korrekt. Scheiße, Alter. Scheiße, wo ist jetzt das Viechchen? Ich will ja nicht bleiben. Ich hole jetzt noch das Skelett da vorne und fütter den Hund noch mit mir Knochen. Und rennt mit zwei Hunden durch die Gegend. Wo ist denn der Knochen? Fifi, komm mit. Der will noch einen Knochen. Wie unfair. Scheiße. Och, nicht schon wieder. Da ist er, da ist er, da ist er. Ach du Kacke. Kacke. Ist der Enderman tot? Der Enderman ist tot. Los, Fifi. Was? Wieso sehen immer manche Zombies so beknackt aus? Oh Mann. Hund, schnapp ihn dir. Oh. Ein Schwert. Oh Gott. Eine Höhle. Sauber. Hier habe ich doch noch eben was gesehen. Kann hier nicht irgendwo noch ein Skelett sein? Ja, blöde Schafe, ey. Er vergewaltigt meinen Hund? Kranker Creeper. Ich habe aber keinen Bock, jetzt gegen das Drecksvieh zu kämpfen. Ich will jetzt nur einen Knochen. Der kleine Hund wartet. Oh Mann, ich will doch gar nicht mehr angehen. Ach, scheiß drauf, wir gehen jetzt in diese Scheißhöhle und töten die Scheißmonster, um dann Scheißsachen zu finden. Der Creeper scheint weg zu sein. So. Die Höhle scheint etwas klein zu sein. Ja. Toll. Auf sowas freut man sich doch immer wieder. Ja. Und jetzt laufen wir hier drüben rein. Und das ist auch keine richtige Höhle. What the fuck? Oh Gott, der scheiß Hund kommt. Jetzt haben wir eine Höhle. Jawohl. Jawohl, Höhle. So, so. Kies nehmen wir dafür nicht. Ach, da ist unsere Erde. Die Axt brauchen wir in der Höhle jetzt, glaube ich, nicht mehr. Hoffentlich. So. Da vorne ist auch noch Lava. Ist ja geil. Ich hoffe, euch stört jetzt nicht das Geklicke mit meiner Maus. Du, Fifi, bleibst am Anfang dieser Höhle. Ach, geil, endlich eine Höhle. Endlich. Und dann haben wir auch noch einen Hund, der mit uns durch die Höhle nicht streift, weil ich ihn zurücklasse, damit er nicht unterwegs krepiert. Zum Beispiel jetzt hier im Lavasee. Jedes Mal verrecken hier meine Hunde zum See. So. Lava, geh weg.
So. Jetzt laufen wir mal da hinten rum. Hier ist so viel Kohle. Die könnten wir alles mitnehmen. Ey, ich habe gerade ein Skelett gehört. Okay. Ja. Da ist gleich wieder Oberfläche. Da wollen wir so oder so nicht hin. Wir wollen da runter. Ui. Wir könnten jetzt einen direkten Jump runter machen. Wäre aber ein bisschen langweilig. Ja, genau, mein Hund hat recht. Das ist langweilig. Deswegen laufen wir erstmal hier wild umher. Begutachten, was es hier zu finden gibt. Super. Hier ist gleich wieder ein Teich oder sowas. Also jumpen wir wohl doch darunter. Mal vorher. Töten wir das Skelett da. Jetzt läuft es auch noch weg. Bleib stehen. Auch nicht getroffen. Zu nah. Perfekt. Das Skelett ist tot. Das erste Skelett, meine ich. Oh mein Gott. Und tot. Da ist schon wieder ein Skelett. Und es ist nicht tot. Jetzt ist es tot. So, wir fressen erst noch unser Brot. Jumpen. Jetzt gleich da runter und verstecken uns da unten. So. Schnell. Ich will diese Knochen noch bekommen. Verrottetes Fleisch brauchen wir eh nicht. Ist eh nur unnütz. Weil ich habe keine Ahnung, was man überhaupt mit verrottetem Fleisch macht. So. Hier unten ist es ja mal richtig Hammer. Da haben wir noch ein Skelett getötet. Wir verstecken uns jetzt und das war's dann für heute auch. Zuerst mal oben bauen. Von unten kann auch immer was kommen. So. Jetzt haben wir wieder einen kleinen Bungalow. Mit zwei Fackeln diesmal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das war's dann.